Hallo, diesmal geht es um zwei Röhren aus den 20er Jahren, also den 1920er Jahren, nämlich die RE 38. Das ist eine universelle Triode von Telefunken und die RV 70, ebenfalls eine universelle Triode von Telefunken. Für die RV, Entschuldigung, die RE 38 habe ich ein rudimentäres Datenblatt. Diese verfügt über einen fünfpoligen Poströhrensockel, wird für damalige Zeit wie immer direkt geheizt, und zwar mit 4 Volt bei 0,55 Ampere Heizstrom. Und im Datenblatt ist zu lesen, dass die Röhre ungefähr 2 mA bei 75 Volt liefern kann. Also die linke Kennlinie, betrifft die Anodenspannung für 75 Volt und kann maximal 2 mA leisten. Der Tüterter im Hintergrund. Die Betriebsdaten, also die normalen Betriebsdaten, sind mit 90, 50, mit 50 Volt angegeben. Das ist die mittlere Kennlinie. Dort leistet die Röhre noch bei 0 Volt Gitterspannung ungefähr 1,25 Milliampere. Wenn ich in den positiven Gitterbereich gehe, habe ich bei ungefähr 5,2, 5,4 Volt, auch die 2 Milliampere Anodenstrom, plus natürlich dann ein Gitterstrom, was bei Röhren der damaligen Zeit noch normal war, dass die Steuergitter teilweise im leicht positiven Bereich betrieben wurden. Ich werde die Röhren nachher testen auf dem Neuberger. Ich habe sie von einem Sammlerkollegen übernommen und habe nur als Information, dass die Heizfäden in Ordnung sind, aber nicht, ob die Röhren im Vakuum noch funktionieren und noch eine Emission haben. Das wird, wie gesagt, gleich geprüft. Zur RE 38 habe ich ein einigermaßen vernünftiges Datenblatt, nämlich das hier. Zur RV 70 habe ich leider überhaupt keine Informationen. Es ist auch im allwissenden Internet sehr schwer, Informationen über diese Röhre zu bekommen. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich habe 7,5 Volt Heizspannung bei 1,7 Ampere Heizstrom. Ebenfalls eine direkte Heizung und ebenfalls einen fünfpoligen Poströhrensockel. Aber jetzt gehen wir erstmal zur RE8 und doppelt zur RE38 und schauen uns mal die Bilder an. Typisch für diese Zeit ist natürlich, dass der Pumpstutzen am Kopf der Röhre ist. Ich will jetzt nicht das böse Wort sagen, aber mit Spitze spricht der Preistreiber. Man sieht den sehr typischen Aufbau, dass die Systeme intern teilweise punktgeschweißt sind und teilweise gequetscht sind. Die direkt geheizte Kathode in diesem Fall ist die RE 38, ein Hellbrenner, wird über eine Feder gehalten, dass der Heizfaden immer gespannt ist. Die Anode besteht aus einem Entschuldigung, aus einem Nickelblech als Zylinder ausgeführt. Dieses ist auch, wie gesagt, an die Halterung angequetscht. Und der Quetschfuß ist wie immer nur ein Träger des Systems selbst. Und wie man sieht, es gab schon einige Absprengungen im Glas. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Vakuum noch intakt ist. Das wird sich gleich rausstellen. Auch interessant, man sieht hier die
Konnektierung. Na komm. Die Konnektierung des Gitters, dass dieses, wie gesagt, hier eingequetscht ist. Die Bilder sind natürlich immer, wie immer, auf der Webseite verlinkt. Die Links sind in der Videobeschreibung. Das ist das System von der Seite. Man sieht, wie gesagt, hier die gefedernde Aufhängung der Kathode, also des Halsfadens. Das ist wieder eine reine Wolfram-Kathode und diese wird als Hellbrenner betrieben. Hier ist die Einquetschung des Anodenzylinders. Und hier die mit Glashülsen isolierten Drähte im Quetschfuß. Bei dieser Röhre ist die Banderole noch einigermaßen gut erhalten. Der Heizstrom wurde gemessen mit 0,58 Ampere ohne Eisenwiderstand. Es gab auch Röhren für Serienheizung, die wurden mit Eisenwiderstand betrieben, um sicherzustellen, dass der Heizstrom konstant bleibt. Und wie gesagt, diese Röhre konnte betrieben werden ohne Eisenwiderstand. Was der Stempel S bedeuten sollte, kann ich leider nicht sagen. Der Tütertal ist es bestimmt nicht. Und die Röhre wurde erst geprüft am 4.8.1928. Wo genau ist leider nicht mehr lesbar, das ist zu stark verwittert. Auf dem Anodenzylinder ist noch eine Nummer eingestanzt. Und hier ist jetzt auch sehr schön die federnde Aufhängung zu sehen. Das hier ist die Halterung des Steuergitters. Das ist die Halterung der Kathode, also des Heizdrahts, und das ist die besagte federnde Aufhängung. Das ist nochmal der Quetschfuß. Hier sieht man, wie gesagt, die einzelnen Glaszylinder, mit denen die Drähte isoliert werden. Und schön zu sehen ist hier wieder auch die Quetschverbindung zwischen der Halterung im Quetschfuß und der Konnektierung zu dem Steuergitter. Wobei der Steuergitter, wie gesagt, wird von oben befüllt. Das hier ist jetzt nur die Halterung des Systems selbst. Das hier ist der zweite Anschluss der Kathode, also des Heizers. Das ist das Ganze jetzt ein bisschen von oben. Man sieht, wie gesagt, das gewendelte Gitter, das sehr typisch im Aufbau ist für eine der frühen Röhren.
Zwei Bilder sind jetzt fast gleich. Das ist noch meine seitliche Ansicht des Anodenzylinders und der Feder. Das ist der Quetschfuß. Das hier ist eine Oberansicht des Systems. Wie gesagt, hier ist die federnde Aufhängung. Das ist der Anodenzylinder. Das ist das Steuergitter. Und das ist hier ist der elektrische Anschluss für das Steuergitter. Hier sieht man schön nochmal, dass die angequetschte Halterung wieder für den Anodenzylinder. Der Zylinder ist nicht am Stück gefertigt, sondern es ist ein Blech gewesen, welches aufgerollt wurde und ein Punkt geschweißt wurde. Jetzt nochmal schön die Aufhängung der Kathode zu sehen, also des Heizers. Die ist hier gequetscht. Hier sieht man auch, dass das Glas leicht gesplittert ist. Und natürlich Detailaufnahme des oberen Pumpstutzens. Sowie den fünfpoligen Poströhrensockel. So kommen wir mal zur RV70. Wie gesagt, da habe ich nur sehr wenige bis fast gar keine Informationen drüber. Sie wird mit 7,5 Volt geheizt, ist kein Hellbrenner, mit 1,7 Ampere Heizstrom. Die Beschriftung ist diesmal nicht geätzt, sondern normal aufgedruckt. Der Aufbau ist sehr ähnlich, außer dass der Anodenzylinder diesmal mehr ein Oval ist statt ein Zylinder. Aber die Aufhängung des Systems selbst ist sehr, sehr ähnlich. Nicht exakt gleich, aber ähnlich. Das ist nur eine Detailaufnahme des Quetschfußes. Das ist jetzt das System. Man sieht, die federnde Aufhängung wurde etwas vereinfacht. Die Feder besteht es nur darum, dass der Heizdraht mit einem Haken gehalten wird, der das Ganze etwas spannt. Das Steuergitter ist jetzt kein Gitter mehr wie bei der RE 38, sondern ebenfalls wie die Anode mehr in Kastenform.
Auch hier weiß ich nicht, ob das Vakuum noch intakt ist. Das wird auch gleich der allwissende Neuberger sagen, ob das noch brauchbar ist. Das ist jetzt eine Ansicht von hinten. Man sieht jetzt an der Vorderseite die Halterung der Feder für die Heizung. Das ist der Anodenzylinder oder das Anodenoval. Das sind die zwei Stege für die der Steuergitter, Entschuldigung. Und hier unten sieht man die gequetschte Halterung für den Heizfaden. Der ist als V ausgelegt. Und hier ist die Halterung für das Steuergitter. Und ganz außen ist die Anode. Hier sieht man nochmal ein Detail, wie der Heizfaden eingequetscht ist. Das ist das Ganze von der Seite. Das ist die Halterung für die Anode. Und hier ist, wie gesagt, die Feder, die Heizung spannt. Die Anode ist leicht verbeult. Sie ist halt auch nicht an einem Stück gefertigt, sondern das war ursprünglich mal ein Blech, das gerollt wurde. Nochmal eine Detailansicht der unteren Aufhängung. Na. Das ist ein Blick von oben auf das System. Wie gesagt, bei den damaligen Röhren war das Glas noch nicht komplett klar. Es war immer ein bisschen schwierig, es vernünftig zu fotografieren. Weil es ist hier sehr gut erkennbar, wie der Heizfaden gespannt wird über diesen eingehängten Haken. Wie gesagt, die Heizung ist als V ausgelegt und das kastenförmige Steuergitter. Das Ganze von oben. So, und zum Schluss der fünfpolige Poströhrensockel. Gut, und jetzt gehen wir mal zum Neuberger und prüfen, ob die beiden Röhren auch in der Realität noch funktionieren. Freitagmorgen. 9:09 Uhr, 28.07. Wir beginnen mit den Tests. Und zwar, wir starten mit der RE38. Da ich leider keinen fünfpoligen Poströhrensockel am Neuberger habe, muss ich über meine berühmten Bananenstecker konnektieren.
Und die RE38 hat eine Heizspannung von 4 Volt bei 0,5 Ampere Heizstrom und soll liefern bei 50 Volt Anodenspannung und 0 Volt Steuergitter ca. 1,25 mA. So, da mir die dritte Hand fehlt, muss ich jetzt das Ganze ein bisschen Freiluft machen. Also ich parke jetzt mal die Kamera. Hoffe, das Ganze wird noch scharf aufgezeichnet. Der Tütata im Hintergrund. Ich brauche die Heizspannung. Ich brauche ein negatives Steuergitter. Und ich brauche natürlich die Anode. Die restliche Beschaltung bleibt wie immer V für Verstärkerröhre XX. Ich dann die Heizung, das Steuergitter. Anode. Das Ganze muss jetzt über Klemmen angeschlossen werden. So, was fehlt? Der Delinquent. Wie gesagt, das ist die Markierung. Diese beiden Stifte sind die Heizung. Das ist das Raumladegitter. Zitat Datenblatt, der Anschluss ist tot, Klammer auf, gute Besserung, Klammer zu. Und das ist das Steuergitter. Tun wir das Ganze jetzt mal anschließen. Ich versuche es so zu konnektieren, dass ich an die Kontrollen komme. Anode. Na. Ach, meine Nerven. So. Und zum Schluss noch das Steuergitter. Im schlimmsten Fall bleibt jetzt das Kabel irgendwo hängen. Soweit mein fliegender Aufbau. Jetzt tun wir das Ganze mal einstellen. Also alle Kontrollen sind auf 0. Vor allem das Testprogramm.
So, das erste Positive ist, die Kontrolle für den Heizer ist aktiv. Also die Heizung scheint Durchgang zu haben. Das kann man kurz verifizieren, indem ich einen Pin ausziehe. Also Heizer hat Durchgang. Ich brauche im Steuergitter später minus 10 Volt. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf den 10 Volt Bereich, lasse aber die Kontrolle auf Linksanschlag, also somit noch auf 0 Volt. Ich brauche 50 Volt in der Anode. Gehe hier in den, hoppala, in den 50 Volt Bereich. Ich bin jetzt im 50 Volt Bereich und stelle auf. Irgendwas stört den Fokus. Stelle auf 50 Volt. So, jetzt fehlt noch die Heizspannung, die ist auf 0. Da die Röhre zum ersten Mal getestet wird von mir, wenn das Ampermeter fehlt nicht auch noch, werde ich die Heizspannung langsam hochfahren. Und dafür gehe ich jetzt, wie gesagt, in den Testbereich. Jetzt wird die Heizspannung konnektiert. Und ich starte mit 0,7 Volt. Passiert logischerweise noch nicht viel. Ich gehe eins höher in den 1,2 Volt Bereich. Ich bin jetzt im 2 Volt Messbereich. Es tut sich in der Röhre noch nicht viel. Ich schalte jetzt weiter in 2 Volt Bereich. Passiert auch noch nichts. 2,5 Volt. Volt. Ich stelle jetzt den drüber. Wir haben einen Stromausfall. Ich höre gerade die USV vom Server piepsen. Das hat man aber auch noch nie. Öfter mal was Neues. Nee, scheint nur im Arbeitszimmer zu sein. Ich höre die USV piepsen. Scheint ein Teilstromausfall zu sein. Und meine Sicherungen sind alle noch da. Dann mache ich mal kurz eine Zwangspause.
piepst alles. Der FI-Schalter ist gerade gefallen, also sprich der Fehlstromindikator. Das wird dazu sprechen, dass im Neuberger so langsam die Isolation ein bisschen madig wird, weil ja die Heizspannung bitte über einen Transformator eingestellt, der über einen Lastwiderstand von 100 Watt direkt in der Netzspannung betrieben wird. Ich gehe mal davon aus, dass in der Richtung das Problem liegt. Das wird wahrscheinlich in eines der nächsten YouTube-Projekte. Aber jetzt geht es erstmal weiter. So, die Triebwerke laufen wieder. Was jetzt hier genau passiert ist, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Wieso die Sicherung raus ist. So, dann mal Neuberger einschalten. So, ich habe immer noch keine Heizung. Das war mein Neuberger. Das ist ja so richtig interessant. Ja, die USV beschwert sich. Okay, dann frage ich mich, wieso die Sicherung im Neuberger nicht rausfällt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Röhre nicht heizt. Obwohl, wenn ich jetzt wieder zurückschalte, ich habe eine durchgängige Heizung, also der Heizfaden hat Durchgang. Trotzdem passiert nichts. Das würde mich zum Ergebnis führen, dass die Röhre ein Problem hat. Würde ich vorschlagen, das ist auf Null die Heizung. Dann wechseln wir mal auf die andere Röhre. Also wie gesagt, Heizung hat Durchgang, die Kontrolllampe leuchtet. Wenn ich einen der Kontakte entferne, ist sie auf Null. Also somit geht die Heizung, aber es passiert nichts.
So, ich tausche jetzt fliegend die Röhre aus. So, die Röhre ist getauscht. Man sieht auch wieder, die Heizung hat Durchgang. Kontrolle, wenn ich einen Pin rausziehe, ist wieder 0. Gut, da ich jetzt für die RV70 absolut kein Datenblatt habe, nutze ich dieselben Einstellungen wie für die RE38. Also minus 10 Volt maximal das Gitter und 50 Volt die Anode. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die Heizung zum Betrieb bekommen. Und zwar die RV70 wird mit 7,5 Volt geheizt und ist wahrscheinlich auch ein Hellbrenner. Weil bei 7,5 Volt und 1,5 Ampere Strom muss der Heizfaden glühen. Und dann gehen wir mal hoch und fangen mit der Heizung an. Mit 0,7 Volt. Jetzt 1,2 Volt. Bis auf 1,5 Volt. Zwei Volt und siehe da, man sieht schon ein leichtes Klimmen. Ob es schon Sinn macht, das Hilfslicht einzuschalten. Aber man sieht jetzt die wendelförmige Aufhängung des Heizfadens. Bin jetzt auf 2,5 Volt. Vier Volt. Sechs Komma drei Volt. Ich brauche 7,5. Da gehe ich jetzt erst einmal ins Helle. Ich schalte jetzt hier mal die Spannung auf den geringsten Wert und schalte einen Messbereich höher, also auf den 8 Volt Bereich. Bin jetzt auf 6,3, jetzt auf 8.
und versuche jetzt die 7,5 Volt einzustellen. Wenn der Fokus mitspielt. Wie gesagt, auf 6 Volt. Die Röhre glüht schon ordentlich. Auf 7 Volt. Und versuche die 7,5 treffen. So, Röhre heizt jetzt bei 7,5 Volt und es ist in der Tat ein heller Hellbrenner. Das ist jetzt rein nur das Leuchten der Röhre. So, gehen wir mal zur Prüfung des Systems selbst. Ich kontrolliere nochmal die Anode. Anode ist bei 50 Volt. Steuergitter ist auf 0. Schauen wir mal. Das ist kein Kurzschluss. Und wir haben eine Emission. Tun wir mal die Anodenspannung nachregeln. Volt. Dann ist der Fokus ein bisschen launisch. Und bei 50 Volt und 0 Volt Gitter habe ich 4,8 mA Anodenstrom. Da ich kein Datenblatt zur RV70 habe, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, was der Soll wäre oder wie hoch ich maximal die Anodenspannung regeln kann. Insofern bleibe ich jetzt mal bei den 50 Volt und tue stattdessen die Steuergitterspannung erhöhen. Nämlich auf 1 Volt. Und der Gitterstrom sinkt auf 4,1 mA bei minus, zu viel, bei minus 2 Volt habe ich noch 3,6 mA. Ich bin jetzt hier wieder auf der 10 Volt Skala.
3 Volt, 3,1 mA, 4 Volt, 2,6 mA, 5 Volt, 2,2. 6 Volt, so minus 6 Volt. Röhre funktioniert noch. Habe ich 1,7 mA. 7 Volt habe ich noch 1,4 mA. Bei 8 noch 1,1 mA. Bei 9 0,8 mA und bei 10 habe ich noch 0,6 mA. Das heißt, mein Spannungsbereich ist zu klein. Ich gehe jetzt auf den 50 Volt Bereich. Das ist die obere Skala und starte dort wieder bei 10 Volt. Habe wie gesagt meine 0,6. Erhöhe jetzt auf 11 Volt. Habe 0,4. Zwölf Volt. 0,3. 13 Volt, 0,2, 14 Volt, 0,1, dann wird es bei 15 so langsam der Hammer fallen, 15 Volt und 0, knapp 0,1. Und 16 Volt ist End of the Line, 0 Volt, 0 mA Anodenstrom. Also bis minus 16 Volt kann ich wohl das Steuergitter ausfahren, bei 50 Volt Anodenspannung und bei 0 Volt, wie gesagt, habe ich knapp 4,7 mA Anodenstrom bei 50 Volt. Somit würde ich sagen, dass die RV70 funktioniert. Noch ein kleines Stimmungsbild. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.